Hundi, wauw, wauw, Hundi, wauw, wauw. Da staunte Hundebesitzerin Christina Massing nicht schlecht. In der Post ein Schreiben des Bürgermeisters von Heusenstamm, persönlich an sie adressiert, mit allerlei Versprechungen fürs Tierwohl, wenn er gewählt wird. Und ein Päckchen mit Hundeleckerlis dabei. Wie ich dann ausgepackt habe, habe ich auch gesagt, sind ja ganz neue Methoden hier, um Wählerstimmen zu fangen. Christina Massing kennt es eigentlich nur umgekehrt als Hundehalterin. Die ganze Zeit fühlte ich mich als Hundebesitzer nicht angesprochen von der Heusenstammer Politik. Wir kriegen immer die Mahnungen, jetzt kommt die Anleihenpflicht am 15.02., auch wenn da noch tief Schnee liegt. Und dann, man wurde nur ermahnt. Offenbar ist Bürgermeister Halil Östers jetzt auf den Hund gekommen, verspricht eine Hundewiese und auch die Leinenpflicht zu lockern. Er wollte so ein bisschen sich einschmeicheln an den Hundebesitzer, so habe ich das empfunden, zumal er auch mit Argumenten wirbt, dass er was für die Hunde tun will, einen Freilauf für die Hunde. Nun stellt sich die Frage, hat der Bürgermeister die Adressen aller Hundehalter vom Ordnungsamt? Hat er dagegen Datenschutzrichtlinien verstoßen? Der hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit antwortet uns schriftlich auf Anfrage. Da es sich um ein laufendes Aufsichtsverfahren handelt, kann ich Ihnen bis zum Abschluss und Ergebnis des Aufsichtsverfahrens leider keine Auskunft geben. Dass die Heusenstammer Hundehalterinnen und Halter Leckerlis bekommen haben für ihre tierischen Freunde, findet ein unterschiedliches Echo. Dass er ein Herz für Tiere hat und er will sich ja auch darüber, bemühen, eine Hundewiese zu machen. So Punkte hat er ja auf seiner Agenda gehabt, so wie ich es richtig verstanden habe. Und ich glaube, das war die Kombination mit den Hundesticks, dass er nochmal zeigen wollte, dass er auch Interesse an den Tieren in Heusenstamm hat und nicht nur an den Menschen. Wenn eine da mit Leckerlis, mit Hundeleckerlis auf Achse gehen muss und die verschicken muss, das war für mich ein ziemlich hilfloses Bild. Fand ich gut. Und die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, auch gut. Natürlich guckt man auch bei der Wahl, was hat der Bürgermeister sonst noch gemacht. Also es geht nicht nur um Hunde. Vielleicht kommt nach der Hunde-Leckerli-Aktion für den Bürgermeister jetzt der Katzenjammer. Äußern wollte er sich auf Anfrage nicht zu seiner tierischen Wahlwerbung.